Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Just Lost. Wir sind wieder am Start und heute sind wir unterwegs in einem Naturschutzgebiet. Wir wussten das nicht vorher, wir müssen jetzt nämlich hier parken, wo wir gerade stehen. Und wir wollen uns ein verlassenes Haus angucken, unseren Informationen nach einfach ein Wohnhaus. Und müssen jetzt zu Fuß weiter, noch 1,7 Kilometer ungefähr. Und hoffen halt, dass wir es überhaupt finden, weil wir jetzt, glaube ich, keinen genauen Standort gerade haben. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt dran. Bis gleich. So, wir sind jetzt mehr oder weniger unterwegs. Und so sieht das Ganze hier aus. Und wir müssen jetzt erstmal hier durch das Naturschutzgebiet. Und dann gucken wir, ob wir das Haus finden. Wünscht uns Glück. Bis gleich. Bevor wir zum eigentlichen Gelände kamen, hatten wir erstmal einen kleinen Fußmarsch vor uns, der ca. 1,5 Kilometer ging, also eigentlich nicht so eine lange Strecke. Das Ganze führte uns durch ein Naturschutzgebiet, welches sehr schön anzusehen war. So, wir sind jetzt schon ein Stück auf dem Weg und laut unseren Informationen müssen wir noch ca. 1 Kilometer gehen und dann irgendwo links oder rechts, links. Ist das Haus. Ob wir das aber finden so leicht, bezweifeln wir noch ein bisschen. Aber mal schauen. Auf jeden Fall ist das hier ein sehr schönes, grünes Gebiet. Nee, vielleicht ist es ja auch eine Jagdhütte oder so. Ja, das wäre aber richtig enttäuschend. Ja. Vielleicht ist es auch eine Villa. Wäre richtig nice. Und gerade weil das Ganze so schön war, haben wir uns einfach mal dazu entschlossen, eine kleine Pause einzulegen und die Natur zu genießen. So, man muss mal sagen, das ist zwar nicht das, wonach wir hier suchen, aber hier ist eine absolut geile Landschaft, die einfach wunderbar aussieht. Sowas sieht man irgendwie nicht oft, total unberührt und irgendwie total schön. Ja, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt, aber da guckt so ein bisschen Haus aus dem Wald raus und das ist es wahrscheinlich. Wir sind jetzt fast da. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme zuvor schon erkannt hat. Da guckt ein Stück Haus aus dem Wald raus. Das ist da. Vielleicht, ich weiß nicht, kann man es sehen? Weniger, ne? Da ist es ungefähr. Da. Nee, das kann man echt schlecht sehen, ne? Ja, egal. Ah. Auf jeden Fall müssen wir jetzt da noch ein Stück lang. Und über diesen Bach hier vorne. Genau, hier ist so ein Bach. Und wir wissen gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Es kann auch sein, dass wir noch weiter geradeaus müssen und dann irgendwo links. Aber wir versuchen jetzt einfach hier unser Glück und hoffen, dass wir auch da ankommen werden. Bis gleich. So, das ist das Haus. Und hier ist noch ein riesen Gebüsch davor, wo wir so ohne weiteres nicht durchkommen werden. Natürlich hofft man irgendwie auch, dass das Ganze nicht so hinterlassen wurde, dass alles leer ist, sondern dass man noch ein paar Hinweise darauf findet, seit wann das Ganze leer steht. Ach, das war der ehemalige Schießstand. Ach so, wahrscheinlich. Ja, dann gehört das doch dazu. Und links ist das Haus, dann gehört das zusammen. Da werden irgendwelche Sachen drin gelagert. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir da nicht reinkommen. Nee.
wir sind jetzt auf dem Gelände und mussten uns erstmal durch die Büsche kämpfen. Und hier ist direkt noch ein Schießstand, der auf dem Gelände mit drauf ist. Ob der jetzt direkt dazugehört, weiß man jetzt noch nicht. Aber da gehe ich mal von aus. Und es fängt wieder an, ein bisschen zu nieseln, was jetzt ein bisschen stört. Aber an sich schon mal ein cooles Gelände. So, es hat angefangen zu regnen ein bisschen. Aber wir wollen jetzt einfach trotzdem mal gucken, was hier drin ist. Oh mein Gott, Schatz, mach's zu. Okay, an dieser Stelle muss das Video kurz mal gestoppt werden. Bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, von wegen, wie blöd kann man sein, einen Bienenkasten einfach so zu öffnen, Moment mal, wir befinden uns auf einem Lost Place und wir dachten wirklich, dass das alte Bienenkästen sind, die nicht mehr in Gebrauch sind. Dem war anscheinend nicht so. Sorry dafür. Ach du Scheiße. Okay, hier sind Bienen drin. Wer es nicht mitbekommen hat, das waren gerade, wie heißt das, Bienen? Bienen. Naja, aber wie heißt das, Bienenkästen? Das waren Bienenkästen und die haben wir einfach aufgemacht. Also, wir sind gerade zu dem Tod entkommen. Bis gleich, Leute. Mega gruselig schon. Ja. Was hast du gemacht? Was sind das für Käfige gewesen? Vielleicht Tiere? Das waren die Käfige? Wir hoffen, dass es für Tiere war. Nee, wir hoffen nicht, dass es für Tiere war. Naja. Na, was ist das für ein Häuschen? Boah, das stinkt hier ganz. Stell dir vor, wir finden irgendeine Leiche. Ja, aber ich glaube, das müsste schon krasser riechen, weil ich rieche noch gar nicht so doll. Ich rieche mega was. Oh, es ist open. Jetzt open. Taschenlampe. Mhm. Ja, hier ist nichts. Hier riecht es auch nicht komisch. Ja, weiß ich nicht, was das ist. Das ist hier einfach so ein Schuppen. Aber es sieht auch wieder aus, als wäre hier wer oder etwas eingesperrt gewesen. Ja. Vielleicht Vögel oder sowas. So, kurze Info an dieser Stelle, bevor wir das Haus betreten. Ihr könnt mal auf Instagram vorbeischauen. Wir haben nicht einen Instagram-Account. Und da machen wir immer Stories, wenn wir an den Orten sind. Nicht total viel, damit das Video nicht überflüssig wird. Aber so ein bisschen könnt ihr da schon sehen. Schaut doch gern mal da vorbei. Und da heißen wir? Just_lost_places. Okay, nee, Moment, ich blende das ein. Ich blende das ein. Alles klar, dann gehen wir jetzt. Das war ein Pool. Oh, das war ein Pool. Schau dir das mal an. Eine 8. Stimmt. Das ist ja mal. Mein Großeltern war größer, muss ich dazu mal sagen. Hm? Nein, war nicht größer. Ja, hier. Pia hat es gefunden. Hier war scheinbar mal ein Pool. Das ist aber schon ein bisschen her. Wieso das Ganze verlassen wurde und seit wann, wissen wir nicht, haben wir auch nicht rausfinden können. Allerdings ist eine Vermutung, dass das vielleicht ein Försterhaus sein könnte oder ein Jägerhaus, denn es ist sehr klein, wie ihr gleich sehen werdet. Ich persönlich dachte immer, dass das Jagen in Naturschutzgebieten verboten ist. Wieso kommen wir dann darauf, dass es ein Jägerhaus sein könnte? Ganz einfach, weil wir auf dem Weg dahin viele Jägerstände gesehen haben. Ob nun Försterhaus oder Jägerhaus, keine Ahnung, vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht habt ihr eine Idee, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt. Ich habe viel mehr Angst vor Spinnen und sowas. Okay, hier ist wieder so ein riesen Tank und ich weiß, kenne mich damit überhaupt nicht aus und weiß nicht. Batterietank steht drauf. Ja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Durch den Keller rein. Oh, ist da eine dicke Spinne. Uiuiuiuiui.
Oh Gott, ist das eklig. Tja, und an dieser Stelle muss ich einfach mal zugeben, dass ich eine kleine Spinnenphobie habe und deswegen war mir persönlich das sehr wichtig, so schnell wie möglich aus dem Keller rauszukommen. Aber keine Sorge, im Keller gab es nichts weiteres zu sehen, was wirklich interessant war. Von daher habt ihr nichts verpasst. Boah, ich kriege richtig Gänsehaut. Spinnen? Ja, ich hasse Spinnen so doll. Die Tür rum, also sehr, sehr kleine Türrahmen, muss man sagen. So generell ist das sehr klein, aber hier wird auch kein Hinweis darauf sein, seit wann das Ganze leer steht. Schade, nur noch Tapeten, die von den Decken runtergerissen wurden. Schade, ey. Und hier hat es mal gebrannt, oder? Mhm. Und hier ist die Decke auch schon im Arsch. Ist da die Haupthaustür? Mhm. Okay. Ist halt die Frage. Oh Gott. Und natürlich ein Dachboden, den wir nicht sehen werden, weil wir nicht hochkommen. Also irgendwie. Oh, hier ist ein Tier. Naja. Also ich muss sagen, ich fühle mich total unwohl hier. Das ist die erste Location, an der ich mich total unwohl fühle. In dem Haus selber hatte ich ein wirklich unbehagliches Gefühl, aber ich konnte, um ehrlich zu sein, in dem Moment auch nicht unterscheiden, ob es wirklich an dem Haus liegt oder an meiner kleinen Spinnphobie, denn als wir aus dem Keller raus waren, hatte ich danach wirklich noch lange Gänsehaut, vielleicht kennt ihr das. Allerdings hat sich dann rausgestellt, dass das Haus so klein ist, dass wir wirklich nach Minuten alles im Kasten hatten und auch alles gesehen hatten und leider haben wir mal wieder nichts Persönliches gefunden und auch keinen Hinweis darauf gefunden, seit wann das Ganze leer steht. Schade. Was heißt unwohl? Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, dass ich Angst verspürt habe, aber einfach kein gutes Gefühl bei diesem Ort. Wer weiß, was da passiert ist. Keine Ahnung. Vielleicht. Okay, die Straße führt hier am Haus noch einen Tucken weiter. Und deswegen gucken wir mal, was da noch ist. Okay, da ist so ein kleiner Wohnwagen. Da sind ganz viele Bienendinger. Wir werden das Gelände jetzt wieder verlassen, sind momentan noch auf dem Gelände, haben hier gerade noch gesehen, dass hier noch so ein Imker vielleicht das Gelände betreut. Betreut ist, glaube ich, das falsche Wort, aber hier sind auf jeden Fall so Bienenstöcke und so weiter. Das zeigen wir im Video nicht, weil das damit ja nichts zu tun hat. Ansonsten war das Gelände relativ groß, aber das Haus an sich leider sehr klein und wir sind sehr schnell wieder raus, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Aber das kommt halt auch mal vor und deswegen gehen wir jetzt wieder vom Gelände runter. Und schon befinden wir uns auch wieder auf dem Rückweg. Ja, wie ihr gesehen habt, war nicht sehr viel zu sehen. Leider, also wenn wir zu wirklich Wohnhäusern fahren, hoffe ich persönlich immer darauf, dass wir etwas finden, wo man eben wirklich ein verlassenes Haus sieht, wo noch irgendwelche Sachen vorhanden sind und nicht so leergeräumte Häuser, wo einfach nur weiße Wände hinterlassen wurden, weil man natürlich dann auch irgendwie nicht wirklich Infos finden kann, seit wann das leer steht oder vielleicht auch warum es verlassen wurde. Solche Sachen, solche Hintergründe, die einen eigentlich interessieren, kann man dann immer schwer rausfinden. Von daher ist es wieder mal schade. Trotzdem, das Gelände an sich so war sehr cool und groß und irgendwie auch schön so in der Natur. Man hat ja ein bisschen die Landschaften auch gesehen. Richtig cool. Ich fand das eigentlich fast cooler als in Lost Place. Und wir werden vielleicht auch mal wieder dahin zurück, um da vielleicht mal zu zelten oder so, wenn man das darf. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ansonsten bei Instagram. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und Abonnenten. Wir sind nämlich noch ganz wenig Leute und vielleicht kann man das ein bisschen füllen. Aber wir machen auf jeden Fall weiter Videos. Und wo sind wir zu finden? Auf Instagram? Auf justlost_lostplaces. Genau. Und in dem Sinne sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.